Einen wundervollen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen aus Riga. Krass, schön. Gestern sind Kati und ich hier rüber geflogen und sind jetzt für 3 Tage hier und genießen noch ein bisschen die Ruhe vor dem großen APC-Sturm, mit dem wir dann im September eintauchen werden. Und heute ist nämlich auch in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag, denn heute ist der letzte Tag unseres Vorverkaufs zum APC-3-Package. Wir sind heute Morgen mit 50 Sales reingestartet, jetzt sind wir schon 58 und ich bin mega gespannt, was heute noch dazukommen wird. Aber erstmal gehen wir jetzt mal gucken, wie das hier so aussieht. Ich habe mit Sicherheit Riga gar nicht so richtig auf dem Schirm. Riga ist mit 700.000 Einwohnern die Hauptstadt Lettlands und damit die größte Stadt des Baltikums und ganz am östlichen Zipfel der Ostsee. Ich war vor 3 Jahren schon mit meiner Family hier für ein paar Tage und es hat mir mega gut gefallen und deswegen können wir jetzt mal gucken, was die nächsten beiden Tage hier für uns bereithalten. Aber erstmal Frühstück. Wir haben jetzt ein schönes Frühstück verspiesen und dabei ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt. Und was mir gerade nochmal so ein bisschen bewusst geworden ist, ist, dass normalerweise ist ja immer so meine Message, schau oder setz auf das, was bei dir gerade am Start ist, noch stärker. Und versuch so all die Dinge, die irgendwie nicht dem genau entsprechen, was du bist, einfach komplett wegzulassen. Also ich glaube, dass es für Männer mega hilfreich ist, ein Stückchen mehr weibliche Energie reinzulassen und für Frauen mega wertvoll ist, ein Stückchen mehr männliche Energie reinzulassen. Und was ich damit sagen will, ist, wir haben jetzt gerade so, glaube ich, auf unsere jeweiligen Art und Weisen versucht, oder beziehungsweise ich bin mit meiner, okay, lass mal planen, lass mal Ziel setzen und lass mal dies und das vorgehen. Und Kati mit ihrer, okay, nein, lass mal irgendwie das Ganze auf uns zukommen lassen und lass mal das Ganze irgendwie wachsen lassen und so. Und ich glaube, dass es mir mega gut tut, wenn ich sage, okay, ich gehe einfach mal ein bisschen mehr mit dem Flow und ich gehe einfach mal ein bisschen mehr mit dem Prozess und ich gucke einfach mal, wie das so kommt, weil meine natürliche planerische, strategische Seite eh immer da ist und das tut mir, glaube ich, voll gut und Kati tut es voll gut, zu sagen, ey, die weibliche Energie, die ist eh da und dann ab und zu mal zu sagen, okay, lass mal ein bisschen mehr Strategisches, ein bisschen mehr Planerisches reinzubringen und ich glaube, dass wir dadurch, wenn wir zu sehr einseitig unterwegs sind und zu sehr auf dieser einen männlichen oder weiblichen Seite unterwegs sind, dass wir dadurch viel von unserem Potenzial nicht entfalten können. Frage ist halt, wie viel. Richtig. Natürlich, ich glaube, 50-50 ist nie gut, so, sondern eher so ein 80% das, was bei mir da ist und 20% irgendwie. Und das ist halt auch wieder so meine Message. Ihr Männer seid halt auch, es ist auch nochmal was ganz anderes für Männer als für Frauen. Weil für Frauen, wir leben einfach zyklisch. Ja, bei mir ist es auch so. Ich kann auch voll in die männliche Energie gehen und dann 5 Tage voll durchhasseln. Aha. Aber dann kommt halt wieder die Zeit, wo ich halt irgendwie dann meine Tage habe und wo ich dann irgendwie wieder so ein bisschen introvertiert bin und irgendwie ein bisschen Ruhe brauche. Und das sind halt dann die Tage wie jetzt gerade, dass ich dann eher sage so, nee, lass mal nicht planen und ich will das jetzt nicht alles so pushen und machen und so. Mhm.
Und dann kommen dann wieder Tage, wo ich sage so, ja, lass mal einen Plan machen und so. Und deswegen ist halt auch einfach nochmal ein Unterschied von Mann zu Frau, weil wir Frauen brauchen halt in manchen Phasen mehr männliche Energie als in anderen. Und bei euch ist es halt vielleicht eher konstanter, weil ihr halt nicht hormontechnisch bedingt halt die ganze Zeit Achterbahn fährt. So. Mhm. Deswegen ist bei euch halt konstant wichtig, dass ihr nicht konstant nur am Rennen männliche Energie seid. Ja, aber dann auch da auch eigentlich sich selber, auch wenn es der Körper nicht unbedingt wie bei euch erfordert, trotzdem sich selber zu sagen, okay, ja, jede Woche, jeden Monat mache ich mir 2-3 Tage, wo ich komplett irgendwie mich aus allen tagtäglichen Dingen ausklinke und einfach mal so komplett irgendwie innerlichen Frühjahrsputz und Dinge evaluieren und sowas. Ja, mache. Einfach mit der Natur gehen irgendwie, finde ich wichtig. Voll. Und nicht so wie dann manche Leute sagen, ja, dann nimm halt die Pille durch, dann hast du nicht deine Tage und bist nicht so hormongesteuert. Sag ich, ja, ist aber nicht Sinn der Sache. Das muss ja alles schon natürlich sein. Weil du ja dadurch auch dich wieder von deinen naturgegebenen weiblichen Potenzialen abschneiden würdest. Ja, und deswegen ist es halt gerade mal ganz gut, dass ich halt vielleicht gerade mal ruhiger mache und sage, ich lasse es auf mich zukommen. Mhm. Und dann gibt es halt andere Tage, wo ich sage so, hey Baby, können wir mal strategisch drüber reden? Ja, und da bin ich gerne da. Genau. Aber jetzt kannst du deinen Business Coach einpacken und jetzt sind wir mal wieder nur Pärchen. Seiler, Dirk Kräuter, Karl S. Kelvin, Hollywood, Baha, Yilmaz, super viele großartige Leute dabei, aber ihr habt die Möglichkeit, im Anschluss in der Q&A genau eure Fragen zu stellen. Und das meine ich genau mit, sucht euch gezielt den Input, der euch jetzt gerade weiterbringt. Weil ihr könnt jetzt sagen, okay, ich gönne mir alle Interviews, ich ziehe mir alles rein, aber das ist der Großteil vielleicht ist gar nicht relevant gerade. Aber was gerade relevant ist, ist genau meine Frage zum Thema Positionierung. Genau wie richte ich mich mit meinem Business aus? Und da ist dann zum Beispiel Kelvin Hollywood mega stark, bei dem dabei zu sein, im Anschluss in der Q&A genau die Fragen zu stellen. Hey, meine Situation ist so, was denkst du dazu? Wie würdest du vorgehen, wenn? Und so weiter und so fort. Und ich bin euer verlängertes Sprachrohr, stelle dem Kelvin genau diese Frage. Und das ist dann das Nugget, was euch jetzt enorm weiterbringt und eben nicht weiter diese 50 Stunden Content und alles ziehen und alles Podcast und jeden Tag 4 Stunden on top. Ich habe in der letzten Podcast-Episode, wenn ihr die gehört habt, schon darüber gesprochen, wie wir Momentum aufbauen. Und einer der wichtigsten Punkte ist da ganz klar auf jeden Fall das Thema, sich in ein gutes Energielevel bringen und das Thema Ernährung und das Thema wirklich darauf zu achten, womit wir unseren Körper füttern. Und eine kleine Sache, die ich in den ganzen letzten Monaten für mich irgendwie etabliert habe, ist nur noch 2-mal am Tag zu essen. Klingt jetzt erstmal mega random so, aber spart erst eine Menge Zeit und sorgt zweitens dafür, dass unser Körper möglichst wenig Zeit mit dem Verdauen verbringen muss. Das heißt, spätes Frühstück und
dann ein Abendessen und das war's. Am Anfang ist vielleicht eine Gewöhnungssache, aber irgendwann kommen wir rein und merken so, wow, das reicht voll auf. Unser Körper kriegt da genügend, was er braucht und wir haben vor allem viel, viel mehr Zeit. Genauso heute wieder. Und selbst wenn wir jetzt hier in Anführungsstrichen im Urlaub sind, haben wir irgendwie diesen Rhythmus, erst um eins zu frühstücken, den ganzen Morgen zu fasten, viel Wasser zu trinken und dann kann man sich am Abend auch schon mal so einen fetten Burger genehmigen, finde ich. Das war richtig lecker. Du hast den Finger davor, oder? Wir gehen jetzt den Sonnenuntergang gucken. 20 Minuten noch. Skyline Bar. 26. Stock. Oh. Nach Hause. Das war auf jeden Fall eine mega geile Aussicht im Radisson Blu. So, 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 so schön. Aber was ich nochmal so als Quintessenz vom heutigen Tag einfach mitnehme, ist ganz klar dieses, lass uns einfach mal die beste Version werden, die wir Mann featuring Frau sein können und das Beste aus allem mitnehmen. Und das, was wir eh schon am Start haben, nutzen und so einen zusätzlichen Impuls mit dazu geben, um letztendlich einfach noch optimaler und noch glücklicher und noch zufriedener und noch wundervoller unterwegs sein zu können. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Wir gehen jetzt nach Hause und fiebern noch dem restlichen Countdown des Launches entgegen. 66 Leute sind mittlerweile dabei. Wir haben es jetzt hier 23.15 Uhr, Deutschland ist erst 22.15 Uhr, das heißt eine Dreiviertelstunde läuft die ganze Geschichte noch. Ich bin sehr gespannt, was noch kommen wird und mache an dieser Stelle aber schon mal Tschüss und wünsche euch einen großartigen Tag. Liebe Grüße aus Riga. Danke, dass ihr dabei wart und bis dann. Halt, Stopp, Frage des Tages. Geht doch mal unten rein in die Kommentare und haut uns mal rein, wie arbeitet eigentlich ihr? Mit welcher Energie seid ihr dabei? Seid ihr so der mega strukturierte Ziele, bam, 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 Struktur, Plan, Strategie und so weiter Mensch? Oder seid ihr eher, ich lasse alles auf mich zukommen und improvisiere und schaue, dass ich in der jeweiligen Situation immer das Beste mache und den Moment genieße? Haut's mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Awesome People Family tickt.